Jo Angerer ist in Kiew. Wir haben es gehört, in der Nacht wurden Explosionen aus der Nähe von Kiew und anderen Regionen gemeldet. Wie ist aktuell die Lage? Ja, die Lage in Kiew ist angespannt. Gerade eben kurz bevor wir jetzt verbunden sind, heulten die Sirenen. Wieder gab es hier Luftalarm. Einschläge sind jetzt hier keine zu sehen erstmal, aber es gibt jetzt schon immer regelmäßig diesen Luftalarm. Und heute Nacht, wie gesagt, 4 Uhr in der Früh, 7 heftige Explosionen in einer kleinen Stadt etwa 30 Kilometer von Kiew entfernt. Was getroffen wurde, ist, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Die einen sagen, das wären Öllager gewesen. Die russische Seite sagt, das wäre ein Raketenwerk gewesen. Auf jeden Fall gab es diesen Angriff, den Anwohner beobachtet haben. Da gibt es auch Videos davon. Und in der Zwischenzeit ist er auch von den ukrainischen Behörden bestätigt. Die Lage ist, wie gesagt, angespannt. Die Menschen sind kaum auf der Straße hier in Kiew. Es ist schon eine Angst da, dass der Krieg wiederkommt, obwohl eigentlich die russischen Truppen ja abgezogen sind im Raum Kiew. Wie sind die Reaktionen auf den Untergang des russischen Kriegsschiffs, der Moskwa? Ja, ganz unterschiedlich. Wir haben es ja teilweise im Beitrag auch schon gehört. Es ist so, für die russische Seite, die sagt natürlich, das wäre ein tragisches Unglück gewesen. Eine Explosion in der Munitionsbevorratung des Raketenkreuzers. Es sei gelungen, aber die Besatzung zu retten. Das wäre ein Unfall gewesen. Und die ukrainische Seite triumphiert natürlich und spricht von einem erfolgreichen Raketenangriff, dass man eben das Schiff versenkt hat. Was da wahr ist, was da richtig ist, das ist schwer zu beurteilen. Danke, Jo Angerer in Kiew.